hi Leute, da bin ich endlich mal wieder. Hat ein bisschen gedauert. Ich bin jetzt nach Unna gezogen, von Kleinmenden nach Unna. Kennt vielleicht der eine oder andere. Hat ein bisschen länger gedauert, wie gesagt, mit dem ganzen Umzug und Einräumen und neue Möbel kaufen und aus zwei Wohnungen eine machen. Ein bisschen viel Stress. Aber soweit so gut, hat alles geklappt. War schon ein geiles Erlebnis in Unna beim Straßenverkehrsamt. Da war ich dann und musste für meinen Vater, der hat sich einen VW Passat gekauft, musste ich da die Kurzerkennzeichen kaufen. Und ich bin da bestimmt 10 Minuten rumgeeiert auf dem Parkplatz und es war alles proppevoll. Und die Leute haben sich wieder um jeden freien Parkplatz gekloppt. Und ich stand dann auf einmal auf dem Parkplatz, habe gewartet, dass jemand rausfährt. Und das war ganz witzig. Dann kam so ein älteres Ehepaar, also eine ältere Dame von dem Ehepaar, kam über die Straße, über den Parkplatz, blieb da vor meiner Motorhaube stehen. Und ich dachte schon, ey, Alter, jetzt kommt bestimmt irgendwie so ein scheiß Spruch wieder oder so. Keine Ahnung, aber die war super nett und super lustig. Guckte mich an, Mann, ja, möchtest du mal einen Parkplatz haben? Ich so, ja klar. Ja, Moment, mein Mann fährt eben raus. Dann hat sie ihren Mann dann rausgewunken, so in alter Manier, der war irgendwie 80. Und das Witzige war, es war eine E46 Limousine. Und deswegen schätze ich mal, weil sie gesagt hat, oh, guckt sich das Auto an, BMW. Ah, wir fahren da auch einen BMW. Ja, den geben wir doch mal den Parkschein und den Parkplatz. Das war ganz lustig. Und die coole Aktion von dem älteren Herrn war dann noch, sie hatte ihn rausgewunken, wollte dann einsteigen und er hat das gar nicht mitgekriegt, ist weitergefahren. Und sie hat sich erstmal lautstark beschwert, ist über den Parkplatz gelaufen. Ich schätze mal einfach, der hat das nicht mitbekommen, er wollte einfach nur ein Stückchen weiterfahren, damit er nicht den Weg blockiert, damit sie in Ruhe einsteigen kann. Aber ich glaube, jeder kennt ja diese Aktion, wenn ihr jemanden abholt, Kollege oder Freundin oder so, Tür sind zu und fahrt dann einfach ein Stückchen weiter. War auf jeden Fall geil, hat Spaß gemacht. In dem Sinne, ich hatte jetzt auch neue Felgen, endlich meine Sommerfelgen sind wieder da, vom Lackierer, sehen aus wie neu. So, jetzt gucken wir mal, ich mache mal das Bild ein bisschen gerade. So, sehen aus wie neu, richtig geile Aktion, weil ich hatte den M3 mit den, ich mache mal Fenster ein bisschen hoch, mit den verschrappten Sommerfelgen gekauft, der ist dann vom Preis ein bisschen runtergegangen und da habe ich mir gedacht, ja, das machst du dann irgendwann in Ruhe, Hauptsache, das ist schon die Kiste. Ja, aber scheiße auch. Weil jedes Mal, wenn der Frühling kam und du hast dann, Wetter ist geil und du willst einfach nur geile Felgen drauf haben wollen, dann bin ich immer weiter mitgefahren. Jetzt hat es endlich geklappt und sind aus wie neu. Und ich hatte auch noch die hinteren Scheiben verdunkelt. Könnt ihr euch ja mal anschauen, wie euch das gefällt. Ich habe auch noch einen kleinen Carphone jetzt vorbereitet für euch mit den neuen Sachen. Kleines Soundvideo nochmal. Und in dem Sinne, es kommen jetzt wieder neue, also mehr Videos von mir, weil jetzt habe ich soweit die Bude fertig. In dem Sinne wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video und ich sag mal bis die Tage. Ciao.